hast du das her, Pisspot? Ich bin nicht in Stimmung. Gib sie zurück! Hol sie dir. So du es kannst. Aber gerne. Guter Schlag, Pisspot. Pisspot. Mal sehen, was deine Verteidigung kann. Verteidigung? Brauche ich nicht. So viel Mühe für eine kaputte Antiquität. Die einzige Antiquität hier kann ihr dummes Maul nicht halten. Sag das nochmal. Ich habe genug gesagt, alter Mann. Okay, das ist anscheinend das Tutorial zum Kämpfen oder so. Ich mach doch alles richtig, ich verstehe gar nicht. Wie oft müssen wir das jetzt noch machen? Na los! Ach, wir müssen. Okay, verstehe. Das braucht ja ewig. Na komm! Hol dir den Bastard! Na endlich! Meins ist und geh wieder an dein Gekürzel, alter Mann! Gekürzel? Das hier! Überall! Als wären wilde Hühner über die Zellenwand gelaufen. Wo? Komm her, du kleiner Pisspot. Nimm deine Hände weg. Sieh auf die Wand. Was machst du? Konzentrieren. Konzentrier dich. Bitte was? Ja, wir sehen's. Was ist das? Botschaften aus der Vergangenheit. Die Hälfte der Pariser Gefängnisse habe ich bereits danach abgesucht. Wie heißt du, Junge? Arnaud. Arnaud Victor Dorion. Dorion. Natürlich. Pierre Bellec. Ich kannte deinen Vater. Schön für dich. Er starb bei Versailles. Ungefähr 76, 77. Dezember, wenn ich nicht irre. Keine Zeugen. Woher weißt du? Dein Vater war Assassine, Arno. Er gab sein Leben im Kampf für die Freiheit aller Menschen. Halt dich an mich. Vielleicht lebst du lang genug, dich uns anzuschließen. Und sein Andenken zu ehren. Hör mal, dieser Kult von dir ist sicher ein amüsanter Haufen, aber ich bin nicht interessiert. Ich will einzig und allein Elise finden. Und wie willst du das anstellen von ihr drin? Interessant. Also, ich dachte eigentlich, dass der Vater von einem Assassinen getötet wurde. Dann hätten wir eine ganz andere Storyline, aber er war tatsächlich selbst Assassine. Der hat ihn dann ermordet. Nochmal! Au! Fokus, Pisspot! Was zum Teufel ist da los? Das Volk ist aufsässig. Pass auf, das Schicksal könnte bald an unserer Tür klopfen. Oh.
Kanonenschüsse. Manchmal klingt das Schicksal wie ein Kanonenschuss. Zerstört den Gefangenen! Was ich tue. Okay, Pierre Bellec. Komm, wir erfahren mal ein bisschen mehr von dem. Wurde irgendwann 1740 in Neufrankreich geboren, trat zu Beginn des Siebenjährigen Krieges mit 16 Jahren den französischen Kolonialmilizen bei. Er verdiente sich einige Auszeichnungen, bla bla bla. Keine Sorge. Na na na, okay. Wie auch immer. Versteck betreten. Oder? Judah, gib das zurück! Gefangene, an die Wand! Auf wessen Befehl? Ich hab dir gesagt, das geht schief. Flug! Gefangene, an die Wand! Das war jetzt gut. Ziemlich unvorsichtig von den Wachen. Irda! Halt! Das war ziemlich gut nachgemacht, ne? Folgen. Ich bin schneller als der. Könntest du mir noch vom Leib pisspott? Ja, dann lauf doch! Werde ich dich als Geist heilen. Ich mache ich einen Kopf kürzer. Oh, Mann. Bellec, ist die Tür offen? Nicht ganz. Wir haben ein Problem. Reicht. Das gibt keine Zeit. Nur keine Panik. Er darf nicht abhauen können. Da haben wir schon richtig gelangt. Diese Bastarde wird es doch im Schlaf erledigen. Kennst du sie und... Das kann nicht euer Ernst sein. Plündern. Ich hab's. Schnell weg. 4 Francs, das hat sich aber gelohnt. Komm! Ach komm! Ne! Ne! Nur weil der alte Mann sich nicht beeilen konnte. Naja. Das kann nicht euer Ernst sein! Ich hab's! Na los, Pisspott! Pisspott! Durch das Fenster! Komm! Umhalten! Lass sie nicht durch! Ja, los, durch das Fenster! Nein! Solange die Menge sie beschäftigt. Oh, das gibt's doch nicht! Okay. Wohin jetzt? Boah, war der jetzt gerade scheiße. Warum ist er auf einmal so schnell? Ja, los! Feuer, verdammt! Nein! So, plündern. 10 Francs, geil. Und jetzt? Brillant, und wie kommen wir wieder runter? Vertrau mir. Clipping-Fehler, ha. So, ich find's so besser als... kann ich den auch? Nee, kann ich nicht. Okay. Was war das denn?
wartest du, Pisspot? Zeit zu springen. Was? Der Kerker hat dir den Verstand geraubt, alter Mann. Das hat der Alkohol schon vor langer Zeit erledigt. Jetzt hoch mit dir. Ich kann... Das ist unmöglich. Unmöglich? Das muss jeder Assassine können, Junge. Wenn du den Kopf aus dem Arsch bekommst, dann komm zu uns. Du passt gut zu uns. Bis dann, Pisspot! Du, zurück von der Kante! Ja, das hatten wir doch schon.